Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Karma Box von Omic K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Karma von Omic K. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box. Oben lesen wir Wolfpack Entertainment präsentiert. Dann haben wir hier in der Mitte das große K, das Logo von Omic K, ein Schriftzug und darunter Karma. Hier links sieht es aus, als würde eine Fensterscheibe gerade zerbersten, die Splitter fliegen durch die Gegend. Und auf der rechten Seite des Ks haben wir dann den Interpreten abgebildet, Omic K. Hier haben wir noch den Verbraucherhinweis in Englisch. Auf der Unterseite haben wir die Credits, einen Barcode und Omic K zu lesen. Auf der rechten Seite nur Omic K, oben ebenfalls und auf der linken Seite nochmal. Auf der Rückseite einen schwarzen Balken, Wolfpack Logo und auch hier wieder Omic K Karma zu lesen. Das Ganze eine Klappbox, bedeutet wir machen das hier auf. Dann haben wir hier einmal eine Bauchtasche, die Instrumentals zum Album. Das Album an sich, das dürfte ein Sticker, okay, keine Autogrammkarte, ein Sticker. Das dürfte dann eine Autogrammkarte sein, allerdings nicht unterschrieben. Und ein Poster. Gut, die Box von innen glatt weiß. Zur Seite. So, nachdem die Sachen hier noch eingepackt sind, machen wir hier mal die Folie ab. Gut, das Ding ist einfach abgerissen, diese Lasche. Dann werden wir hier nochmal nachhelfen. So. Und dann natürlich noch die Instrumentals. Diese ebenfalls eingeschweißt. Es ist immer so eine Sache, also wenn diese dünnen Papeln so eingeschweißt sind und man da ein bisschen zu stark irgendwie an der Folie anzieht, dann hat man manchmal das Problem, dass so eine Seite, so ein Eck hier abknickt. Und um das zu verhindern, gehe ich dann immer schon mal sicher und schneide die in der kompletten Länge auf. Da ich diese Erfahrung leider schon des Öfteren machen musste. Und das sieht gerade bei denen dann relativ unschön aus, wenn da dann so ein Knick oder so eine Falte drin ist. Gut! Wir starten mit dem Album. Wir sehen mal auf den ersten Blick Super Jewel Case. Gefällt mir sehr gut. Das Cover kennen wir bereits von der Box. Also ist wieder dieses K. Allerdings hier der Verbraucherhinweis nicht darunter, sondern direkt in dem K angebracht. Auf der Seite lesen wir Omic K Karma, daneben WPE für Wolfpack Entertainment. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl und 3 verschiedene Features, nein, vier verschiedene Features. Und zwar haben wir zweimal ein Feature von Bigar, dann Rob Moro, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, dann Plusmacher und Chico Malito. Credits und Barcode, hier wieder auf der Rückseite. So, dann schauen wir mal hinein. Also, Cover kennen wir. Dann haben wir hier eine Abbildung des Interpreten und hier die Tracks inklusive der Informationen, wer die Beats produziert hat und auch die Laufzeit. Das zieht sich jetzt vom Design her so durch, also alles in schwarz und weiß gehalten, die Bilder auch relativ farblos, hier Omic K oben ohne. Gut, auch hier wieder. Allerdings in Rückenansicht. Weitere Tracks. Und hier mit
Che Guevara auf der Brust tätowiert. Der gute Mann, ja meines Wissens Kubaner, also Omeka. Wer hier hinter ihm steht, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Die Person kenne ich leider nicht. Weitere Tracks. Und dann hier noch die Copyrights bzw. die Credits. Okay, ja, das könnte man eventuell als Wendecover verwenden. Sieht auf jeden Fall mächtig aus, das Bild. Ist auch die Abbildung, die wir auf dem Sticker dann sehen werden. Aber ich werde jetzt mal bei diesem hier belassen. Die CD sieht so aus. Also relativ schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Karma, Universal, Chapter 1, Wolfpack und Omega zu lesen. Und auf der Rückseite nochmals Omega mit nacktem Oberkörper und verschränkten Armen. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Omega Karma Instrumentals. Auch hier wieder alle Tracks, also keine Skits oder irgendwas. Wir haben hier genau die Tracks, die wir auch hier haben. Die CD ebenso wie die Album-CD, natürlich mit dem Zusatz Instrumentals hier. Und das Ganze in einer Papphülle. So, dann haben wir, bevor wir zum Poster kommen, einmal eine Autogrammkarte. Also ich würde auf jeden Fall es so empfinden als Autogrammkarte. Allerdings fehlt leider das Autogramm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das regulär vorgesehen war, dass die Autogrammkarte hier ohne Autogramm bei allen Leuten so drinnen ist. Oder ob es jetzt nur mich betrifft. Eventuell gab es damals auch irgendein Special, wo es geheißen hat, unterschriebene Autogrammkarten haben irgendein Meet and Greet oder irgendwie Freikarten für die Tour. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Rein so von der Optik gefällt mir die Autogrammkarte natürlich sehr gut. Rückseite blank weiß, schön gemacht. Aber ein Autogramm hätte ich natürlich bevorzugt. Dann haben wir in derselben Größe, im selben Format, auch wieder so Postkartengröße A6 müsste das sein, einen Sticker in schwarz und weiß gehalten, hochkant. Dann haben wir hier hinten dann so Streifen, um das Ganze dann hier abzulösen. Dann haben wir ein Poster, ebenfalls die Abbildung, die wir schon vom Sticker kennen. Also, wir haben hier Omeka, wieder mit nacktem Oberkörper und den verschränkten Armen, Nike-Kappe und Halskette. Und dann hier unten den Schriftzug Omeka Karma. Das Ganze einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß und das Poster im Hochformat. Und dann haben wir als letzten Bestandteil kein T-Shirt, wie man es so oft hat, sondern in diesem Fall eine Bauchtasche. Gut, also, wir haben hier hinten einmal so einen regulären Verschluss zum Zuklippen. Dann hier rechts, um das Ganze entsprechend größentechnisch anzupassen. So eine kleine, ja, wie nennt man das? So eine Schlaufe, eine Plastikschlaufe, um das Ganze dann entsprechend zu verändern. Wir haben hier jede Menge Fächer, also wir haben hier einmal ein kleines Fach, dann ein großes Fach, noch ein kleines Fach und dann hier nochmal ein mittelgroßes Fach und ganz vorne ein kleines Fach. Also insgesamt haben wir in dieser Tasche 1, 2, 3, 3 plus diese zwei kleinen, also insgesamt 5 Fächer, jede Menge Fächer, um irgendwas zu verstauen. Und das hier vorne ist so ein Patch im Querformat, lesen wir Omeka. Das Ganze hier mit Klettverschluss angebracht, bedeutet, ihr könnt das natürlich ablösen oder ja, eventuell auch einen anderen Patch drauf machen, je nachdem, wie es euch lieber ist. Ich habe jetzt leider keinen Zettel gesehen. Mich hätte natürlich jetzt noch interessiert, die Infos zum Material bzw. zu den Herstellern.
aber ich befürchte, nein, ich kann hier leider echt nichts finden. Ist auf jeden Fall eine schöne Tasche, kann man nicht meckern. Wirkt auch jetzt nicht so billig. Ist ganz nett verarbeitet und hier vernäht. Generell bin ich jetzt nicht der große Bauchtaschen-Fan, deswegen werde ich die wahrscheinlich eher nicht tragen. Aber für Leute, die etwas damit anfangen können, auf jeden Fall eine gelungene Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dieser Sticker in der Größe A6, ebenfalls im Hochformat. Die Autogrammkarte, ohne Unterschrift allerdings, ebenfalls in A6 Hochformat. Die Album Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Karma von Omic K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Omic K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.